Fall runter! Mann, fall runter! Yes! So geht das. Willkommen zurück bei ZockerTV und heute mit einem weiteren Video, meine Freunde. Und heute geht es mal um den super Knüller-Hit schlechthin, Fall Guys. Ich finde, dieses Spiel macht so viel Laune, es macht so viel Spaß. Und ja, man kann es immer mal zwischendurch spielen, weil so lange gehen die Runden nicht. Und ja, ich finde es auf jeden Fall mega gelungen, das Game. Und habe schon einige Spielzeit auf meinem Konto. Und deswegen behaupte ich jetzt mal zu Recht, dass ich den einen oder anderen Tipp bzw. Trick geben kann. Und deswegen wird es heute darum gehen, dass ich euch Tipps und Tricks zu Fall Guys verrate. Wir werden jetzt die einzelnen Maps durchgehen und dann werde ich euch den einen oder anderen Tipp bzw. Trick verraten. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Über ein kostenloses Abo freue ich mich sowieso. Glocke aktiv lassen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Let's go! So, die erste Map, um die es gehen wird, nennt sich der Kreisel. Und hier wird ordentlich aussortiert, meine Freunde. Ja, wo ihr hier startet auf der Map, ist eigentlich schnurzpiep egal. Hauptsache ist, ihr lauft jetzt gegen die Drehrichtung der Stangen an. Ich mache es bei der ersten so, dass ich immer links vorbeilaufe, also quasi doch mit der Drehrichtung, aber danach immer gegen die Drehrichtung, weil ihr halt eine viel bessere Reaktionszeit habt, über die Stangen zu springen, wenn sie euch entgegenkommen, anstatt wenn sie euch hinterher drehen. Bei dem zweiten Tipp geht es hier um diese Wand. Und zwar könnt ihr hier einfach mit R2 euch festhalten und dann mit X nach oben ziehen. Das spart enorm viel Zeit. Denn anstatt auf diesen gelben Block zu springen, wo halt alle drauf springen wollen und sich alle gegenseitig behindern und runterschmeißen, könnt ihr besser den Weg über die Wand wählen. Dann seid ihr auf jeden Fall safe. Wenn ihr dann die Wand hinter euch gelassen habt, dann müsst ihr nur einmal durch den Rotor laufen. Timet das Ganze ein bisschen und dann ist das ziemlich easy. Bei den nächsten Rotoren gibt es zwei tote Punkte. Diese zeige ich euch auch jetzt. Und dort könnt ihr einfach durchlaufen, ohne dass ihr von den Rotoren erfasst werdet. Macht natürlich Sinn, denn so spart ihr Zeit, Leute. So, an dieser Stelle habe ich jetzt mal kurz angehalten, weil ich euch was zeigen möchte. Und zwar könnt ihr hier links, rechts oder geradeaus laufen. Aber das Problem ist, wenn ihr, wie ihr schon sehen könnt, geradeaus lauft, werdet ihr eventuell aussortiert und nach rechts geschleudert. Und wenn ihr jetzt die rechte Seite lang lauft, dann habt ihr das Problem, dass ihr entweder von einem anderen Spieler getroffen werdet und somit runterfallt, oder dass die rechte Plattform einfach so übertrieben voll ist, dass ihr ja gar nicht zum Springen kommt. Und das bringt euch natürlich nicht weiter. Wenn ihr auf der letzten Plattform angekommen seid, dann timet einfach das Ganze richtig, dass ihr noch durch diese zwei großen Rotorblätter durchspringt und dann seid ihr auch safe am Ziel. Kommen wir zur zweiten Map und diese Map nennt sich Hindernisrennen. Ja, und wie der Name schon sagt, geht es hierbei darum, Hindernisse zu überqueren, um zum Ziel zu gelangen. Ich kann euch direkt vorab den Tipp geben, beim ersten Hindernis springt gleich nach unten und versucht gar nicht erst über die Balken zu laufen, denn ihr werdet gleich sehen, es fallen sehr, sehr viele Leute runter und es geht teilweise genauso schnell, als wenn ihr oben lang lauft, teilweise sogar noch schneller. Und ja, springt einfach runter, lauft hier wieder hoch und dann seid ihr auf jeden Fall auch schon durch. So, bei den Rädern hier lauft ihr einfach mit der Meute mit, bis ihr an diese bewegende Wand hier kommt. Und hier, wenn ihr nicht gleich durchkommt, so wie ich, springt einfach mit dem Hechtsprung durch, dann passt das. Bei den Kugeln hier lauft ihr ziemlich weit links oder rechts, timet das Ganze ein bisschen, dass ihr nicht von der Kugel getroffen werdet und lauft dann hier auch links oder rechts einfach den Weg hoch, denn hier kommen diese bewegenden Hindernisse nicht hin und dann seid ihr auch mit Map Nummer 2 fertig. Map Nummer 3 nennt sich Ausweichmanöver. Ja, und es geht im Prinzip darum, das Fließband hochzulaufen, während man mit Früchten beschossen wird. Und ja, hier kann ich euch auf jeden Fall als Tipp geben, am Anfang springt sicher auf dieses Fließband. Am besten, wenn nicht so viele Leute drumherum stehen, weil wenn ihr jetzt gleich seht bei mir, ich knall irgendjemandem zusammen und fall runter dadurch. Das kostet natürlich Zeit. Ist jetzt nicht ganz so tragisch, beim zweiten Versuch hat es dann funktioniert. Und jetzt kann ich euch den Tipp geben, lauft ziemlich weit außen. Links oder rechts ist egal. Aber lauft auf jeden Fall ziemlich weit außen und wenn ihr hinter diesen Ecken hier seid, lauft noch weiter nach außen.
denn die Früchte werden ziemlich mittig geschossen, genauso wie die Baumstämme, und erreichen nur die Ecken, wenn sie halt zusammenprallen. Von daher seid ihr hier auf der Seite auf jeden Fall safe. Wie ihr seht, keine einzige Frucht ist in meine Richtung geflogen. Ja, und auch am Ende solltet ihr weit rechts oder links laufen, dass euch die Baumstämme nicht treffen können, und dann seid ihr auch fertig. Spiel Nummer 4 nennt sich Schleimkraxler und ist das wohl derzeit aktuell schwierigste Spiel in Fall Guys. Hier kommt es auf jeden Fall auf die Position an, von der ihr startet. Ich hatte hier in dem Beispiel jetzt eine sehr gute Position. Um mich herum waren kaum Spieler. Ich stand ziemlich mittig, ziemlich weit vorne und konnte deswegen hier auch sofort die Abkürzung über diese gelbe Ecke nehmen. Das klappt nicht immer, denn wie ihr seht, in der zweiten Gruppe hier wurde ich komplett umstellt von Gegnern, war gar keine Chance. Da musste ich den sicheren Weg wählen. Also nur dann die Abkürzung nehmen, Leute, wenn ihr Platz habt. Wenn ihr dann weiterlauft, dann kommt ihr jetzt hier zu diesen Kugeln. Da lauft ihr halt einfach links oder rechts, weil die laufen ziemlich mittig, die Kugeln. Dann könnt ihr einfach noch vorbeilaufen. Hier gibt es auch noch eine kleine Abkürzung, indem ihr euch hier hinstellt und einfach die Ecke hochspringt. Dann könnt ihr auch ein bisschen abkürzen. Ist aber auch schwierig, wenn halt viele um euch rumstehen. Hier bei diesen Fließbändern müsst ihr einfach darauf achten, dass ihr gegen die Laufrichtung dieser Fließbänder lauft, damit ihr halt nicht zu weit nach hinten rutscht und immer dann das Fließband wechseln, wenn das Hindernis weg ist. Ja, auf diesem Balken hier balanciert ihr einfach über die Mitte, denn sonst rutscht ihr ab. Und dann kommt ihr auch zu dieser Schleimspur hier. Hier lauft ihr einfach so den Weg wie ich. Ich finde, das ist eigentlich so der beste Weg, um da durchzukommen. Und hier an diesem Hindernis müsst ihr jetzt einfach nur timen, denn diese Teile sind recht schnell. Und vor allem das letzte hat es in sich. Ja, wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr auch schon fast durch. Jetzt lauft ihr hier noch über diese Schleimspur, müsst halt aufpassen, dass euch jetzt die Kugeln jetzt nicht hier weghauen. Und dann seid ihr auch schon am Ziel. Und jetzt gibt es noch ein paar, paar Abkürzungen, die nicht so bekannt sind. Und die Abkürzung habt ihr jetzt schon gesehen, indem ihr einfach hier auf diese, also wartet und dann hier hochspringt und dann einfach hier weiterlauft. Dann könnt ihr noch abkürzen, indem ihr jetzt hier hochspringt zum Beispiel. Ist jetzt nicht so die Zeitersparnis, aber könnt ihr machen. Dann gibt es hier noch eine Abkürzung, indem ihr halt einfach hier die Ecke hochspringt. Dann steht ihr schon direkt auf diesem Balken quasi. Kann man machen, muss man nicht, aber ist halt eine Ersparnis. Hier könnt ihr über die Mauer hüpfen, bringt euch auch ein bisschen Zeitvorteil. Aber das sind alles nur Kleinigkeiten. Aber ich wollte es euch mal gezeigt haben, damit ihr das mal gesehen habt. Die Wippen. Erste Map, die ich nicht so gerne gespielt habe, mittlerweile aber doch recht gerne spiele, weil sie eigentlich auch ziemlich easy ist. Und wie ihr hier am besten durchkommt, das zeige ich euch jetzt. Und zwar ist mein Tipp für euch hier, benutzt den Hechtsprung. Der Hechtsprung würde ich hier auf jeden Fall sicher durch diese Map bringen. Und zwar guckt euch an, wie ich den Hechtsprung hier anwende. Das heißt, ihr springt quasi mit diesem Hechtsprung auf die Wippe und egal wie sehr sie geneigt ist, der Charakter bleibt liegen, rappelt sich auf und ihr könnt sofort loslaufen. Das Wichtigste hierbei ist nur, dass ihr, wenn ihr mit dem Hechtsprung gelandet seid, nicht sofort aus Panik die Sprungtaste spammt oder so, oder nochmal die Hechtsprungtaste, weil dann werdet ihr runterfallen. Wartet einfach, bis der Charakter mit dem Hechtsprung auf der Wippe gelandet ist, sich aufgerappelt hat und drückt dann einfach den Stick in die Richtung, wo ihr hinlaufen wollt. Das klappt safe, Leute, ohne Witz. Leute, glaubt mir garantiert, das ist der Tipp schlechthin für diese Map. Hechtsprung machen, dann kann euch hier nichts mehr passieren. Kommen wir zu schwindelnde Höhen. Bei schwindelnden Höhen müsst ihr euch über Drehscheiben nach vorne kämpfen. Und ja, hier gibt es eigentlich keinen direkten Tipp oder Trick, sondern ihr solltet euch einfach mit den, also in die Richtung der Scheiben bewegen. Ihr seht auf der Scheibe auch genau, in welche Richtung sie sich dreht anhand von Pfeilen. Und wenn ihr dann genau abspringt zwischen diesen gelben Dreiecken, dann landet ihr auch so, dass ihr halt weiterlaufen könnt. Und ja, wenn ihr das Ganze geschafft habt, dann kommt ihr auf jeden Fall zum zweiten Hindernis und dort rollen euch, ich sag mal, ja, überdimensionale Kugeln entgegen. Und hier könnt ihr euch in so Buchten verstecken quasi. Ihr könnt auch durch die Buchten durchlaufen in die nächste Spalte, wo euch die Kugeln entgegenrollen. Und ja, passt einfach auf, dass euch keine Kugel trifft und dann läuft das auch schon. Das nächste Hindernis ist wieder dasselbe wie das erste eigentlich, dass ihr euch über Drehscheiben bewegen müsst. Lauft auch hier wieder in die Richtung der Drehscheibe, dann seid ihr auch ganz schnell durch. So, das letzte Hindernis quasi ist dasselbe, auch wieder einfach nur auf Drehscheiben springen und von Scheibe zu Scheibe ist die Richtung unterschiedlich. Passt auf die Kugeln auf, die euch entgegenkommen und lauft hier am Ende ganz rechts oder ganz links, dort kommen die Kugeln eigentlich so gut wie nie hin und dann seid ihr auch durch. Okay, das nächste Spiel nennt sich Torhunger und hier müsst ihr halt quasi euch einen Weg durch die Tore bahnen,
welche halt immer hoch und runter fahren und euch somit den Weg versperren. Ihr solltet das Ganze so timen, dass ihr immer zu dem Tor lauft, was gerade oben ist, beziehungsweise was gerade hoch gefahren ist. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es im nächsten Moment runtergeht, ist hoch und dann könnt ihr somit einfach durchlaufen. Passt darauf die Teile auf, die hier links und rechts hin und her fahren. Und manchmal müsst ihr auch über ein Tor drüber her springen, per Viereck, also praktisch mit dem Hechtsprung, damit ihr noch gerade so durchkommt. Und dann schafft ihr das relativ easy eigentlich. Am Ende müsst ihr eine Rutsche hinunterrutschen und müsst halt das richtige Tor treffen. Am besten nehmt ihr das Tor, was gerade hochfährt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es unten ist, sobald ihr angekommen seid. Und dann seid ihr durch. Das nächste Spiel nennt sich Türenlauf und ist quasi bekannt aus Takeshis Castle. Und zwar müsst ihr hier durch die Türen laufen und ja, manchmal habt ihr Glück, ihr könnt durchlaufen und die Tür geht auf. Manchmal habt ihr auch Pech, ihr lauft gegen die Tür und die Tür bleibt zu. Deswegen gibt es von mir einen Tipp an euch, bleibt ungefähr im Mittelfeld oder sagen wir mal im vorderen Teil der Meute, denn so könnt ihr auf jeden Fall durch die Türen durch, wenn die Leute die Türen aufgemacht haben. Denn wenn ihr selber gegen die Tür springt, verliert ihr Zeit und die habt ihr nicht in dem Spiel, denn das Spiel ist echt gnadenlos. Denn wenn eine Tür erstmal auf ist, dann stürmen alle auf diese Tür drauf, weil alle da durch wollen. Und wie ihr schon am Spiel seht, es werden von Mal zu Mal immer weniger Türen, bis am Ende nur noch 3 Stück bleiben und wirklich nur noch eine aufgeht. Und wenn dann alle auf diese Tür zustürmen, dann habt ihr keine Chance mehr da durchzulaufen, wenn ihr selber vorher versucht, die Türen aufzumachen. Deswegen haltet euch immer hinter den ersten, sagen wir so 5 bis 10 Personen ungefähr, damit die versuchen, die Türen aufzumachen. Und dann könnt ihr am Ende einfach durchhechten. Am besten macht den Hechtsprung, damit ihr unten sofort wieder aufsteht. Und dann ist es relativ einfach. 10 Spitzen. 10 Spitzen ist auch ein sehr undankbares Spiel, muss ich sagen. Denn bei 10 Spitzen geht es quasi darum, ihr müsst über die Platten laufen und es gibt eigentlich nur ein bzw. 2 Wege, die zum Ziel führen. Alle anderen Kacheln sind falsch und ihr fallt einfach durch. Und das Problem an der Sache ist einfach, dass ihr halt keine Zeit habt, hinterherzukommen, wenn die Meute erstmal ziemlich am Ende ist. Und deswegen solltet ihr es so machen, ihr lauft einfach hinterher, bleibt immer ein Stück weiter zurück. Wie ihr gesehen habt, ich bin jetzt hier auf eine Kachel gesprungen, die sich bewegt. Und genau das ist der Fehler, denn Kacheln, die sich bewegen, sind genau die falschen Kacheln. Ihr habt auch nicht so die Zeit, jetzt euch jede Kachel einzeln anzugucken, denn die Leute laufen immer weiter nach vorne. Und ja, ihr müsst halt gucken, dass ihr irgendwie dran bleibt, denn wie ihr seht, es kommen hier nur 9 Leute weiter. Und wenn ihr nicht direkt hinter den Leuten herlauft, dann springen die alle ins Ziel und dann habt ihr eigentlich so gut verloren. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr immer so ein bisschen weiter zurücksteht. Dass wenn im Fall des Falles, dass ihr halt den Weg gefunden habt, direkt hinterherlaufen und ins Ziel springen könnt. Ihr müsst auch aufpassen, dass ihr euch nicht runterschubsen lasst. Denn viele Leute gehen gerne hin, halten euch fest und schubsen euch nach vorne, damit ihr halt auf eine Kachel tretet, um herauszufinden, ob der Weg safe ist oder halt falsch. Und ja, ihr seht schon, wie das Ganze sich hier knubbelt. Und da ist es halt extrem wichtig, dass man nicht immer unbedingt ganz vorne dabei ist. Denn sonst passiert das, was mir gerade passiert ist. Ihr fallt runter und jetzt sind die Leute schon ziemlich weit vorne. Wenn jetzt einer den Weg rausfindet, habe ich eigentlich gar keine Chance mehr, hinterher ins Ziel zu kommen. Und deswegen halt mein Tipp, haltet euch ein bisschen bedeckt, bleibt ein bisschen weiter zurück. Lasst die Leute vorne ruhig testen, ob der Weg safe ist. Guckt immer so, dass ihr so ein bisschen hinterher kommt, damit ihr halt mit ins Ziel springen könnt. Und dann passt. Kommen wir zum letzten Spiel im heutigen Video und das nennt sich Eiergerangel. Bei dem Spiel geht es quasi darum, dass 3 Teams um die Eier kämpfen, die in der Mitte liegen. Das heißt, sie müssen die Eier holen und in ihr Nest bringen und das wird dann natürlich oben als Punkt gewertet. Es liegen auch 3 gelbe bzw. goldene Eier in der Mitte und jeweils ein goldenes Ei ist 5 Punkte wert, weshalb auch die meisten Leute gierig danach sind. Und solltet ihr jemanden sehen, der mit einem goldenen Ei durch die Gegend läuft, dann könnt ihr ihn mit R2 festhalten, denn dann wird er das Ei fallen lassen. Und somit ist das wieder offen für alle. Und wenn ihr dann alle Eier in der Mitte eingesammelt habt, dann solltet ihr auf jeden Fall oben auf den Counter achten. Dann seht ihr genau, welches Team in dem Moment wie viele Eier zur Verfügung hat. Denn ihr könnt natürlich auch in die anderen Nester gehen und die Eier wieder klauen. Und hier kommt jetzt der Tipp, den ich euch geben kann. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dem Team die Eier zu klauen, was die wenigsten Eier hat. Hört sich jetzt mal blöd an. Aber hat den folgenden Grund, weil das Team mit den wenigsten Eiern versucht natürlich aus den anderen Nestern zu klauen. Das heißt, ihr solltet euch hier ein bisschen aufteilen. Die einen in eurem Team verteidigen euer Nest und die anderen gehen los und holen aus dem Nest mit den wenigsten Eiern die Eier raus, weil dort wahrscheinlich keiner auf sie warten wird, um das aufzuhalten.
Und ja, somit solltet ihr den Sieg auf jeden Fall safe holen. Ist natürlich ein Teamspiel, das heißt, hier kommt es auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit an. Und ja, das ist so der einzige Tipp, den ich euch hier geben kann. Wenn ihr natürlich ein goldenes Ei in die Finger kriegt, dann versucht natürlich das goldene Ei in euer Nest zu bringen. Und ja, dann auf jeden Fall immer auf den Counter achten. Versucht ein bisschen euer Nest zu verteidigen, wenn jemand versucht, euch die Eier zu klauen. Und ja, das ist eigentlich so mein Tipp für dieses Spiel. Und in diesem Sinne würde ich auch sagen, das war's für heute im Video. Wenn ihr wollt, dass ich auch die anderen Spiele noch vorstelle und euch noch zeige, wie ihr dort am besten euch qualifizieren könnt, um dann letztendlich auch die Krone zu ergattern, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Über ein kostenloses Abo freue ich mich sowieso. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut und ciao.